Ja, während sich Flugreisen wiederum im Hier und Jetzt immer mehr als chaotisches Unterfangen entpuppen, mit reihenweise stornierten Flügen und überfüllten Terminals, wird der Traum vom Fliegen auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, die heute in Berlin eröffnet wurde, nochmal ganz neu aufgelegt. Demnach sollen wir in Zukunft auch weiterhin abheben, und zwar in solchen Fliegern oder ähnlichen, wie Kanzler Scholz sie als Modell präsentiert, ganz ohne schlechtes Gewissen. Möglich machen sollen das klimafreundliche Treibstoffe. Ein wirklich realistisches Ziel oder doch nur eine Luftnummer? Fragen sich auch André Katschall und Holger Brandenbusch. Schrauben an der Zukunft der Luftfahrt. Manfred Aigner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt träumt von CO2-neutralem, künstlich hergestelltem Kerosin. Am Modell funktioniert das schon. Man nehme ein Windrad, ein paar Solarzellen, Wasserstoff und Luft. Und dann synthetisieren wir das zu einem Kerosin, zu einem künstlichen Kerosin. Dieses Kerosin ist jetzt grün, nachhaltig. Da wurde CO2 aus der Luft genommen, sodass es CO2-neutral ist. Es wurde erneuerbarer Strom genommen, kein Kohlestrom oder so irgendwas, sodass es ein komplett nachhaltiges Kerosin ist. PTL heißt diese Technologie, Power to Liquids. Sie ist einer von mehreren möglichen Wegen hin zum grünen Fliegen. Mit herkömmlichem Kerosin wird die Luftfahrt immer eine CO2-Schleuder bleiben, da sind sich alle einig. Doch ökologischen Ersatz gibt es bisher nur in Pilotprojekten. Rolls-Royce etwa forscht an einem Treibstoff, der aus Abfällen hergestellt wird. Gebrauchtes Speiseöl, Algen und Zellulose werden vermischt. Das vertragen konventionelle Triebwerke nicht, also musste extra ein neues entwickelt werden, das Pearl 700. Dieses Triebwerk im Hintergrund haben wir letztes Jahr, Anfang des Jahres, mit künstlichem Kerosin, 100% künstlichem Kerosin getestet und nachgewiesen, dass unsere Triebwerke auch klimaneutral eingesetzt werden können. Triebwerke, die Kerosin aus Abfall, Power-to-Liquids oder Biomasse verbrennen, damit wäre ein Problem gelöst. Doch das Größere steht noch bevor. Man braucht die neuen Kraftstoffe in rauen Mengen, um im weltweiten Luftverkehr etwas auszurichten. Die EU will, dass ab 2025 2% des Flugbenzins erneuerbar sind. Klingt wenig, ist aber relativ viel. Weltweit werden im Moment 300 Millionen Tonnen Kerosin pro Jahr verflogen. Wir produzieren jetzt vielleicht 1% ab nächstes Jahr davon. Das heißt, es wird durchaus sportlich, da 2% in 2 Jahren zu haben. Und klimafreundliches Fliegen ist nicht umsonst zu haben. Die Herstellung von Biokraftstoffen ist teurer als das heutige fossile Kerosin. Also darauf müssen sich alle Reisenden einstellen. Es wird teurer. Zumal erneuerbare Kraftstoffe laut EU jedes Jahr einen größeren Anteil am Kerosinverbrauch ausmachen sollen.